Ein herzliches Willkommen zu einem neuen Let's Play zu Assassin's Creed Orange. Ich bin's wieder, der Florentin. Heute spielen wir an der Hauptstory natürlich wieder mal weiter. Und ja, mal schauen, was da so auf uns wartet in der Hauptstory. Müssen wir mal schauen. Stich des Skarabäus. Tut natürlich bestimmt ganz schön weh, wenn der natürlich dann so, ja, mal so ankommt. Aber ich muss erstmal dazu meinen Kamel rufen, mein lahmarschiges Kamel. So, da reiten wir jetzt natürlich erstmal hin. Dauert natürlich seine Zeit, bis wir natürlich dann auch da sind. Ja, ist natürlich auch ein bisschen anstrengend, da hinzulatschen. Ich weiß gar nicht, wir können gleich mal auf der Karte gucken, wo das überhaupt ist. Ob das steht hier 1200 Meter. Mal gucken. Oh, okay, das ist da. Dann müssen wir uns da mal einmal hin teleportieren. Dann geht es mal vielleicht ein bisschen schneller. Wenn wir jetzt auch mal schnell tun. Da in der Hoffnung, dass ihr das auch mal ein bisschen verkürzt kriegt hier. In dem Sinne, dann braucht ihr euch nicht die ganze Reise angucken. Und das ist für einige wahrscheinlich auch blöd, dann einem zuzugucken, der wahrscheinlich dann die ganze Zeit nur reist. Also die lange Strecke da läuft. Also latschen wir doch da mal jetzt so hin. Mit unserem Kamel, unserem Vorschlaghammer, naja, Gummiknüppel. Wenn wir die Armee da jetzt angreifen, dann sind die wieder stinksauer, die Herrschaften. Man kennt es ja nicht anders, ne? Man will ja auch nicht, dass die dann so sauer sind, die Wachen. Ehrlich gesagt, weiß ich auch gar nicht, was mich da jetzt erwartet. Oder uns erwartet. Aber so war das wohl im alten Ägypten, war das wohl so. Wahrscheinlich werden das ja auch wieder Gebiete sein. Ja. Verdammt. Ja, dieses Kamel. Das hält auch nichts aus, dieser alte. Onkel hier, der hält aber wirklich nichts aus. So, mal gucken. Ja, eigentlich sollten wir uns daran orientieren. So, dann sind wir auch gleich da. Aber guckt euch mal an, die Landschaft sieht echt detailliert schön aus. Die Grafik sieht top aus. Ich habe natürlich auch höchste Grafik gestellt. Jetzt nicht 4K, aber Full HD ist, wird die Aufnahme aufgenommen, wird in 60 FPS, aber gerendert wird in 30. Hat was mit dem mit dem Renderungsprogramm zu tun. Ja. So, gucken wir mal. So, Abstieg und mit dem Typen reden. Ich suche den Braumeister, Hakuf. Ich habe keine Zeit. Sprich mit einem der Aufseher, wenn du musst. Du hast nicht verstanden. Ich bin ein Magi. Apollodorus schickt mich. Apollodorus, natürlich. Es geht um den Skarabäus, den Schatten, der Sais verdunkelt. Bitte, sprich diesen teuflischen Namen nicht laut aus. Apollodorus weiß, dass die Bevölkerung leidet. Dank meiner Stellung vertrauen sich mir viele an. Der Handel erstickt, die Soldaten tun, was sie wollen, und die Last vom Ptolemäus steuern raubt uns allen den Atem. Oha. Wir suchen uns ein Plätzchen mit einem Dach über dem Kopf. Ach, tatsächlich. Aber verarsch mich bloß nicht, mein Freundchen, ne? Sonst bist du gleich. Hast du hier gleich vier Pfeile im Allerwertesten stecken? Es gibt viele schlimme Geschichten über den Skarabäus. Apollodorus hat dir sicher davon erzählt. Geschichten von Verstümmelungen, Entführungen und von Menschen, die lebendig in der Wüste vergraben werden. Ein schreckliches Schicksal. Gefangen im schimmernden Sand. Der Körper und der Geist brennen in der erbarmungslosen Sonne. Darauf wartend, endlich eins zu werden mit der Duat. Ja, wunderbar. Aber das sind nur Geschichten. Es gibt sehr viele Schurken in Sais, aber der Skarabäus? Wenn es ihn gibt, sprich besser nicht von ihm. Ja.
Ah ja, da müssen wir einen Auftrag. Nachforschungen von Harkufs Agenten. Beschwerden der Bevölkerung. Ah, Sizer geht es nicht anders als Siva. Oh, 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 das hört sich ja gar nicht gut an. Na gut. So. Triff Harkuf das Haus. Ah, alles klar, dann werden wir ihn mal treffen. So. Der letzte Mann, der Fragen über den Skarabäus stellte, wurde halb totgeschlagen. Und man schnitt ihm die Zunge raus. Wer war es? Der alte Gupa. Der Schwiegervater des mächtigsten Mannes der Region hier, Tahaka. Dieser Junge, Kawab, ist sein Enkelsohn. Hey, keine Lust zu gewinnen? Ich suche deinen Großvater. Weißt du, wohin er wollte? Nein, er wollte zum Lager des Pyros. Er sollte schon zurück sein. Dann werde ich ihn auf der Straße suchen. Na, da sieht mal einer an. Da haben wir doch schon mal ein paar Infos. So. So, dann müssen wir jetzt 200 Meter dahin. Ach du meine Herrschaften. Sage mal. Das ist ja, das nimmt hier kein Ende, ne? Das nimmt. Das ist aber heute mal wirklich. Aber ich muss sagen, die Story ist echt interessant. So, mal gucken, wo befindet er sich denn, der Opa da? Aus der Vogelperspektive sieht es natürlich echt top aus. So. Naja, die 100, paar hundert Meter können wir da auch noch laufen. Wir sind ja sportlich als Magi, ein sportlicher Magi. Naja, die... Damals war man halt eben noch sportlich. Heutzutage, naja, haben sie alle Mercedes, BMW und haben Auto. Aber zu der Zeit gab es nur Kamele, Pferde und, naja, eine Portion gute Laune. So. Naja, da sollte ich wohl ein bisschen vorsichtig reingehen. So, wie komme ich denn da jetzt ein bisschen rein? Um ihn da zu befreien. Ach du Schande, Level 17er. Ja, das kann ja lustig werden. Ja, schleichen wir uns mal rein. Was machen wir mit dem Bettler, den Markus im Zelt des Offiziers geschnappt hat? Wenn er die Tracht Prügel der Männer überlebt, verkaufen wir ihn für eine Drachme am Hafen. Hey. Halt deine Waffen bereit, klar? Du hättest nicht herkommen sollen. Ich sammle die Truppen. Du ruhst gleich in Frieden. Verdammt, 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 das war nicht gut. Das war nicht gut. Wir haben jetzt Alarm ausgelöst, das war nicht gut. Jetzt sind wir auf der Flucht. Jetzt müssen wir gucken, dass wir uns hier verstecken und ich mach weiter. Oh, das tut mir jetzt aber leid. Ein Philaki-Teil ist in der Nähe. Ach, du Schande, ja, Leute. Jetzt müssen wir uns aber... Wow, verdammt. Philaki-Teil. Shit. Den müssen wir natürlich jetzt ausweichen, den Herrschaften. Weil... Wenn die mich finden... Upsala! Da ist aber jemand schnell gestorben.
Ja, die vier Lucky Teil, die sind so ein komischer Haufen oder so ein Kopfgeldjäger, der Meinung ist, ja, wir können ja mal Leute köpfen, töten, umbringen. Naja, auf dem Matcher ist ja hier auch ein hohes Kopfgeld ausgesetzt. Muss man dazu ja sagen. Das muss man ja dazu sagen. Dass das nicht gerade ganz einfach wird, den zu befreien, wird ziemlich schwierig werden. Weil da jetzt eine ganze Armee von denen rumlummert. Und jetzt müssen wir mal uns ein bisschen einen Plan machen, wie wir da rankommen. Ja, oh, toll, jetzt stehen die hier alle samt irgendwas. Toll. Shitter, den müssen wir befreien. Ja, wunderbar. Ja, das kann ja lustig werden. Gut, machen wir uns einen Plan. Schaffen wir schon. Wusstest du, dass er stumm ist? Na dann, für eine halbe Drachme. So, jetzt müssen wir... Wir sind eigentlich fast dran. Problem ist, wir müssen nur... Hey, was? So, komm schon. Nein. Und weg ist er. Weg ist der Magi. Da bist du ja. Nein, bin ich gar nicht. Komm mal her, mein Freund. Ich hab dir was mitgebracht. Ups, tut mir ja leid. Aber tut mir ja wirklich leid, dass du hier sterben musstest, Kollege. Aber danke für die Pfeile. Das waren meine drei Pfeile. Jetzt müssen wir mal schauen, dass wir hier wirklich den da irgendwie befreien. Lass mich da jetzt mal. Was? Lasst uns was zerschlagen, Jungs! Ja, die Faust, warte mal. Nee, eigentlich jetzt nicht. Nicht wirklich. Au, das tat weh. Mann, jetzt aber schnell weg hier. Sonst kommen die Herrschaften gleich hier wieder. Ah, schnell. Oh, jetzt haben wir ihn. Oh, jetzt haben wir ihn aber backe hier, die Herrschaften. Ah, war nicht so ganz so, wie ich mir das erhofft habe. Aber naja, jetzt wisst ihr zumindest, dass es nicht ganz gerade ohne ist. Dass ich ihn... War es der Falsche? Verdammt. Gut, jetzt müssen wir noch 400 Meter dahin latschen. Gupa, ich hol dich hier raus. Ich glaube, du überlebst. Ja, er wird das überleben. Mit einem bisschen wird er das überleben hier. Hopsala, Gottchen. Der Skarabäus nahm dir die Zunge. Aber wir können einander helfen. Hakuf sagte mir, dass du dem Skarabäus auf der Spur warst. Hilf mir. Und ich sorge dafür, dass er stirbt. Oh. Tja. Bewegung! Los! Hey! Ja, der will mich aufschlitzen. Schon wieder. Da fliegt doch gleich die Keule durch die Gegend. Tja, Mensch. Naja, mein Hammer, mein Vorschlaghammer, ja. Bleib stehen! Tagelöhner, Unternehmer, Wanderer, sucht nicht hier nach Druck! Ich hab's gerade gehört. Na dann, FFN. Großvater, geht's dir gut? Ist er verletzt? Verprügelt, verletzt und durstig. Die Soldaten waren nicht gerade freundlich zu ihm, doch er wird es überstehen. Wo ist dein Vater, Kawab? Wir müssen das besprechen. Vater ist fort, bei seinem großen Werk. Mutter! Großvater ist verletzt! Die Soldaten hielten ihn wieder für einen Bettler. Vater, was hast du jetzt wieder getan? Er suchte nach dem Skarabäus. Ich hoffe, er kann mir helfen. Und dafür beschütze ich eure Familie. Das Mama. Ist nur ein Märchen. Das weiß doch jeder.
Er will, dass du das liest. Na. Der Skarabäus zieht Soldaten bei der Stadt Letopolis zusammen. Bei den Göttern. Da ist auch mein Ehemann. Die Stadt, die in der Wüste versank? Es ist Vaters Schicksal, sie auszugraben. Wir ziehen schon bald zu ihm. Stimmt's, Mutter? Ja. Mein Gatte Tahaka schuftet dort schon seit Monaten. Er kennt einfach jeden. Er kann dir sicher helfen. Wenn du gehst, sag ihm, dass ich ihn sehr vermisse. Das mache ich gern, Kawab. Na, da sieh mal einer an. So. Du bist Bayek, oder? Mein Meister will unbedingt, dass du diesen Brief erhältst. Es ist wichtig. Dein Meister? Kenn ich ihn? Sein Name ist Otis. Du kennst ihn nicht. Im Brief wird alles erklärt. Okay. Wird Siva jetzt zur Ruhe kommen? Ich gehe zum Saragina-Lager. Mal sehen, ob es stimmt, was in diesem Brief steht. Okay, alles klar, sehr interessant. So Leute, ich hoffe, es hat euch an der Stelle mal wieder super gut gefallen. Ich glaube, der Stich des Skarabäus ist doch jetzt schon fertig. Ja genau, wir können jetzt mal gucken, was wir an neuen Ausrüstungen haben. Ja gut, die neuen Waffen, wir könnten jetzt natürlich unsere Fähigkeiten verbessern. Dass wir mal, wir werden jetzt nochmal schnell gucken, dass wir jetzt hier noch den Adler einsetzen, dass der angreift, aber wir haben nur einen Erfahrungspunkt, das heißt, wir können uns nicht so viel kaufen, aber wir könnten uns holen Angriff und Stoß. Das werden wir uns holen. So, Leute. Und ich hoffe, es hat mal wieder euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Oder ein kostenloses Abo. Oder schaut einfach mal auf Instagram bei mir vorbei. Oder auf Twitch. Je nachdem. Ist unten verlinkt. Und ich würde sagen, ich verabschiede mich mit einem großen Dankeschön fürs Zuschauen. Bis dahin. Ciao, ciao.